Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 24. Dezember 2018 nach indischen Astrologie. Als erstes wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest. Erholt euch und alles Liebe. Indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession und diese Berechnung ist präzis und das übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. Aber nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sind. Es ist anderes als in einem westlichen Horoskop. Bevor ich starte, möchte ich mein neues Angebot ankündigen, eine neue Beratungsform als E-Mail-Beratung oder als WhatsApp-Beratung. Und das ist Graphologie. Was ist es? Handschrift deuten. Dazu benötige ich ein paar Sätze per Handschrift und dann kann ich die Charakterzüge beschreiben. Die Unterschrift verrät auch etwas. Aber ich möchte nicht, dass jemand misstrauisch ist und ihre Unterschrift gibt. Es muss nicht sein. Ich möchte nur erklären, dass auch eine zusätzliche Information, wie ihr das wünscht. Ihr könnt diese Beratung ab sofort buchen als E-Mail-Beratung. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com oder als WhatsApp-Beratung. Unten in Infobox befindet sich meine Nummer. Mein Honorar beträgt für Graphologie 10 Euro. Natürlich könnt ihr auch für jemand anderes das deuten lassen, aber dann brauche ich die Handschrift für diejenige, ganz logisch. Und jetzt zu dem heutigen Tageshoroskop. Hier erscheinen die vier Grundelemente. Feuerelement. Feuerelement ist immer aktiv und setzt etwas in Bewegung, zeigt Mut, Kraft, Stärke und bedeutet auch Leidenschaft, Bewegung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Das ist kaum zum Bremsen. Erdeelement zeigt die Realität. Auch die Natur, auch unseren Planet Erde und auch die Bodenständigkeit. Einen sicheren, festen Boden unter unseren Füßen hat einen Bezug auch zur Materie, auch zum Geld. Luftelement schenkt uns die Leichtigkeit, dass wir vieles loslassen können, was uns bedrückt und können endlich aufatmen. Und die Wasserelement zeigt unserem Unbewussten, unserem Sehnsüchte, unserem Träume, unserem Fantasie, unserem Gefühlen. Jedes Element ist gleichwertig. Und wenn wir das in Natur beobachten, ist alles lebensnotwendig. Was mich bewundert, dass die Pflanzen leben davon. Die Feuerelement, die Sonne, die Wärme, die Erdeelement ist das Boden. Die Luftelement ist natürlich die Luft, da atmen die Pflanzen und die Wasserelement ist das Regen. Und das ist schon mal lebendig. Und hier in diesem Bild befindet sich auch die 12 Tierkreiszeichen. Ich beginne immer mit der kardinalen Tierkreiszeichen. Über die Feuerelement herrscht wieder, das ist die kardinale Tierkreiszeichen. Über Erdeelement die Steinbock, das ist die kardinale. Über die Luftelement Waage und über die Wasserelement Krebs. Und das symbolisiert Sommersonnenwende, Wintersonnenwende, Herbst, Tag und Nacht gleich und Frühlingstag und Nacht gleich. Aber das hat sich verschoben. Aber wo das bestimmt war, waren noch diese vier wichtigen Punkte auch. Und bedeutet auch Herbst, Frühling, Winter und Sommer. Und dann folgt die Fix
Tierkreiszeichen Löwe, Stier, Wassermann, Skorpion und dann kommen die beweglichen Tierkreiszeichen beweglich, ich Schütze, Jungfrau, Zwillinge und Fischen. Also so ist die Unterteilung. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und Schütze gehört zum Feuerelement. Mond ist im Grenzbereich, bei Sonnenaufgang ist noch im Zwillinge, aber übergeht dann in Tierkreiszeichen Krebs. Ich setze Mond schon im Tierkreiszeichen Krebs, weil im laufenden Tag bewegt sich hier. Mars hat die Position geändert. Mars hat die Tierkreiszeichen Wassermann verlassen und bewegt sich jetzt im Tierkreiszeichen Fischen. Also auch im Wasserelement. Und das spüren natürlich die Männer. Und das sind die Gefühle und die Sehnsüchte. Merkur ist der Planet der Handlungen und Kommunikation. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter befindet sich auch im Tierkreiszeichen Skorpion. Venus ist der Liebesplanet, befindet sich im Tierkreiszeichen Waage. Saturn ist im Tierkreiszeichen Schütze. Und damit ändert sich die persönlichen Planeten. Danach kommt die äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto. Aber diese Planeten und Sonne und Mond wirkt auf die Elemente, auf unserem Alltag. Und wenn wir das betrachten, dann erkennen wir, dass die Wasserelement betont ist, also wir nehmen unseren Gefühlen intensiver wahr oder leben wir mehr das Unbewusste. Dann kommt ein bisschen Luft dazu und die Feuerelement, die Begeisterung. Damit wir im Einklang kommen zu Natur, brauchen wir den Ausgleich. Genau das, was fehlt, das holen wir dann, also wir betonen das. Und das ist die Erde-Element, um die Finanzen kümmern, um die Sicherheit, Stabilität, Sorgen oder die Natur bewundern. Und dann haben wir energetisch den Einklang zu diesen Naturkräften oder kosmischen Energie. Uranus bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder, ist noch rückläufig. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, Überraschungen, unerwartete Ereignisse. Diese Rückläufigkeit zeigt eine gewisse Langsamkeit, das bremst alles ab, aber zeigt auch karmische Themen, Vergangenheit. Jemand kehrt von Vergangenheit zurück und dadurch kommen die Veränderungen oder eine Überraschung. Aber kommt auch karmischen Themen natürlich. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann und Pluto befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Pluto ist die Kraft, das Loslassen und Transformation, auch die Erneuerung. Pluto steht auch für Sexualität. Und Pluto zeigt unserem inneren Stärke, unserem inneren Kraft. Die Verbindungen. Mond steht eine schöne harmonische Verbindung zum Mars. Mond, Mars. Natürlich beide im Wasserelement, das heißt Harmonie und handelt sich auch um die Gefühle. Das heißt, die Männer, besonders die Männer, das ist die Mars-Energie, fühlen dieses Gefühl. Natürlich kann das auch Mutterthemen sein, eine bessere Verbindung zur Mutter ist auch möglich, aber Fakt ist, die beiden stehen eine sehr schöne harmonische Verbindung. Erstes Mal ist es sehr beruhigend, dann steht Mars sehr gut zum Mondenergie, das kann die Mutter bedeuten, wieder die Kontakt oder eine Versöhnung oder eine schöne Zeit mit der Mutter verbringen. Aber bedeutet auch, wenn wir Wut haben, das
erleben wir oft bei Mars-Energie, dass es ziemlich schnell beruhigt sich. Bedeutet auch, dass die männlichen Personen ist wichtig, die Gefühle leben und die Gefühle im Ausdruck bringen. Merkur nähert zu einer Verbindung zum Venus und hier handelt es sich um eine Nachricht, um die Liebe. Also eine Liebesnachricht kann man sagen. Das heißt, Merkur bewegt sich ziemlich schnell und in den Tagen kommt zu einer exakten Verbindung zum Venus. Und das ist eine harmonische Verbindung. Eine gute Nachricht nähert sich. Bedeutet, dass die Damen bekommen diese gute Nachricht, bedeutet auch eine Liebeserklärung. Saturn und Jupiter steht auch eine harmonische Verbindung. Saturn und Jupiter, hier handelt es sich um Gerechtigkeit, das auch ernst zu nehmen oder die Verantwortung übernehmen, die Gerechtigkeit vertreten. Merkur hat aber eine Spannung zum Neptun. Neptun kann uns täuschen oder etwas vortäuschen. Neptun ist unklar, undurchschaubar. Neptun-Merkur-Spannung, das kommt eine Nachricht, kommt eine Information und das ist unklar, undeutlich. Aber in den Tagen verbessert sich, weil Merkur verbindet sich dann zum Venus und das ist eine harmonische Verbindung. Also entweder die gleiche Situation und das wendet sich auf dem Guten oder zwei verschiedene Nachrichten handelt sich. Die eine ist undurchschaubar, unklar oder wird etwas vorgetäuscht. Die andere Nachricht ist schön, angenehm und bringt Glück. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Zwillinge, übergeht im Tierkreiszeichen Krebs und die Mondhaus heißt Punar Vashu und wird von Sirius bestrahlt und wirkt auf unserem heutigen Tag. Sirius ist eine von den hell leuchtenden Sternen im Himmel, befindet sich im großen Hund. Das sind die Hunde der Orion. Es gibt einen kleinen Hund, es gibt einen großen Hund. Sirius ist im großen Hund, das ist ein Sternbild im Himmel und zeigt eine Richtung. Und die Richtung ist der Nordpol und Nordpol dient zum Orientierung. Also das heißt, die Mondenergie mit Sirius in Verbindung heißt etwas beleuchten und wir brauchen gerade diese Klarheit und wir brauchen diese Orientierung. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.